Wildkochen für Jäger und Nichtjäger steht heute auf dem Programm. Jonas Baumgärtner von Wild Cooking zeigt 10 Teilnehmern in der Nähe von Ulm seinen perfekten Weg zur Wildveredelung. Kurz den Ablauf. Wir kochen jetzt einfach erstmal ein bisschen vor. Das heißt, wir machen jetzt den Nachtisch, das Dessert fertig. Und dann kochen wir Gang für Gang. Also wir machen einen Gang fertig, essen wir, kurze Pause, gehen wieder in die Küche, machen weiter. Ich schätze mal, dass wir so 17, 18 Uhr langsam durch sind, so wie wir möchten. Wenn es nicht so schnell geht, sagt er einfach, machen wir langsamer, können wir nachher auch ein bisschen einfach mal in die Sonne sitzen und was trinken. So ganz gemütlich. Dann würde ich einfach so ein bisschen verteilen. Das erste Gericht des heutigen Tages dreht sich gleich um Deutschlands weit verbreitetste Wildart, das Reh. Wir machen ja so eine wilde Frühlingsrolle. Da habe ich jetzt heute Morgen, das ist eigentlich nur Brühe, Karotte, Sellerie, Zwiebel und habe da heute Morgen die Blätter vom Reh im Ganzen reingegeben. Okay? Schaut her. Das ist das komplette Blatt. Und lass es jetzt ganz langsam simmern, das brauchst du 2 Stunden. Zuerst wird das Fleisch vom Knochen gelöst und klein geschnitten. Dazu werden Frühlingszwiebeln in Scheiben geschnitten und miteinander vermengt. Danach mit Sojasauce und Chili abschmecken. Dann gekochte Glasnudeln dazu. Anschließend wird die Masse in angefeuchtetes Reispapier gewickelt. Könnt ihr ein bisschen einpinseln? Könnt ihr auch nur Wasser nehmen oder Ei. Es kann sein, dass wir jetzt da ein bisschen zu viel haben. Das sehen wir gleich. Okay. So, schau her. Jetzt hast du eigentlich eine wilde Frühlingsrolle. Jeder Kursteilnehmer kann seine eigene Wildfrühlingsrolle zubereiten, die anschließend im heißen Fett gebraten wird. Alles dran und du weißt, wie das aufgewachsen ist, wie du das hast. Und serviert wird die Rolle auf einem Bett aus Erdbeeren mit Olivenöl und Basilikum. Die wiederum werden auf einer Erdnussbutter-Sojacreme angerichtet. Im Kurs kann jeder, ob erfahrener Jäger oder Wildneuling, sein Glück mit heimischem Wildbrett versuchen. Dabei bleibt es nicht nur bei der Frühlingsrolle. Hirschrücken auf Risotto, Wildschnitzel und selbstgemachtes Eis stehen ebenfalls auf der Speisekarte. Aber vor allem geht es um gutes Essen und eine schöne Zeit.